Und wieder zurück zu einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution. So, ich habe hier mal auf den Weg noch abgerissen. Der hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Und naja, ne? Und hier Expeditionsteam und Fossilienzentrum, das habe ich alles so weiterlaufen lassen ein wenig. Und ich hatte gerade irgendeinen Gedanken. Jetzt fällt es mir gerade nicht mehr ein. Warum habe ich hier eigentlich den schweren Elektrozaun hingebaut? Weil eines Tages hier auch mal ein Rex rauskommen könnte. Und da will ich jetzt auch keinen Lobob-Zaun haben, wo er ausbrechen könnte. So, wir machen hier ein Tor rein. Das brauchen wir ja. Und das andere Tor. Wir brauchen noch ein zweites Tor. Ich weiß noch nicht, wo ich das hinbaue. Das kommt da auf jeden Fall auch nochmal rein. Dann muss ich aber sagen, ich muss hier noch was ersetzen. Und zwar. Ist das denn beides ersetzt? Ah, okay. Und ich werde das noch so machen. So, dann ist der Bereich komplett safe. Also mit einem schweren Elektrozaun. Ne? So. Als nächstes brauchen wir eine Tribüne. Und dann brauchen wir irgendwann auch mal wieder einen. Wir brauchen das hier. Warte mal, wo will ich denn das hinbauen eigentlich? Da habe ich was verbaut, okay. Hier könnte ich es hinbauen, ne? Die Frage ist nur, ob ich es da hinbauen möchte. Oder ob ich diesen Beobachtungsturm bauen möchte. Der ist ein bisschen kleiner. Der könnte sogar. Das sieht ja doof aus. Aber den kann ich ja auch hier hinten hinbauen, ne? Ahahaha! Den muss ich ja nicht direkt am Zaun bauen. Warte mal, dass der auch so weit wie möglich gucken kann. So, oder? Ich baue den mal so hin. So, wieder ein kleines bisschen angleichen. So, würde ich hier eventuell später. Ich nehme mal hier einfach mal so spaßeshalber einen Souvenirladen. Und zwar will ich ja hier auch nochmal ein Gebäude hinbauen. Jetzt habe ich nur ein Problem, glaube ich, mit dem Weg. Das heißt, ich müsste direkt hier rüberziehen. Mit dem Weg. Wenn ich jetzt hier einen fetten Weg nehme, habe ich bestimmt. Ja, warte mal, ich mach mal so. Werde ich auch noch mal ein bisschen Terraforming machen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und würde ich denn später. Ja, würde ich. Ich würde hier noch ein Gebäude hinkriegen. Super. Gut, das gefällt mir. So, wir brauchen aber hier noch ein Tor in dem Gehege. Wir könnten hier ein Tor reinbauen. Das könntest du noch ein bisschen besser machen mit dem Terraforming, dass das jedes Mal so komisch aussieht. Das gefällt mir nicht ganz so. So, gut. An sich wäre das Gehege fast fertig. Oh, 63.000, das ist echt gut. Gallimimus! Die Leibspeise vom Rex, glaube ich. So. Raptoren. Ich weiß gar nicht, wie weit haben wir die eigentlich schon? Was wollen wir als nächstes machen? Wir gehen da mal jetzt so komplett auf Brachio. Das soll nämlich der erste Besucher werden hier. So, Wasser haben wir. Bräuchte man natürlich noch ein bisschen Wald. So, ich will auch den Gästen hier nicht alles verbauen, aber ein bisschen müssen wir. Das heißt, hier füllen wir den Wald rum. So. Und natürlich soll auch noch ein bisschen Wald hier ins Wasser reinragen. So, und dann müsste man jetzt einfach. Man müsste jetzt gucken, wie die Bedürfnisse sind, ne? So, hier können wir ein bisschen was nachziehen.
damit nicht alles so ganz so kahl aussieht. So, jetzt bräuchte man theoretisch ein Brachio. Das werden wir auch machen. Das werden wir auch sofort machen. Ich spare jetzt dafür. So, das heißt, das Tor Nummer Uno können wir schon mal aufmachen. Forschen will ich jetzt nichts. Wie teuer war denn der Brachio? Brachio. Der kostet mir 660 circa. 660, okay. Darauf sparen wir jetzt. Und ja, hier kommen auf jeden Fall noch weitere Attraktions hin. Wie sieht es eigentlich aus mit unseren Strom? Hier haben wir noch 54 und 2, also 56 haben wir noch. Okay, das ist top. Da kann man nicht meckern. Warte mal. Aufträge technisch. Was werden wir hier alles freischalten noch? Aggressive Produkte. Ich weiß nicht, was das ist. Und Ranger Treffsicherheit 2.0. Gute Verdauung 4.0, okay. Großes Umspannenwerk. Okay, da können wir eventuell später nochmal ein paar Kabel wahrscheinlich sparen. So, haben wir wieder was zum Verkauf? Ja. Ja. Ich werde das Expeditionsteam trotzdem nochmal losschicken. Auch wenn wir ja gerade Geld sparen wollten. Sieht doch schon an sich gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben hier ein wunderschönes, großes Gehege. So, wir brauchen Geld. Ist immer noch 54.000. Okay, ich lass mal eben kurz weiterlaufen und gönn mir mal in der Zwischenzeit einen kleinen Kaffee. Also bis gleich, wartet. So. Hier könnte man später auch eventuell nochmal was hinbauen, ne? Huch! Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte das hier noch ein bisschen angleichen. Ah ja, das sieht definitiv schön aus. Also man muss hier echt sehr viel mit Terraform machen. Guck mal hier, das Kraftwerk, das kann man auch gar nicht, ne? Das Umspannwerk, das kann man ja gar nicht anheben. Das ist ein bisschen schade. Wie sieht es denn eigentlich aus mit mal nachfüllen? Okay, 5 von 5 haben wir noch. Gut, dann lassen wir das so. So, wir brauchen noch einen Kirato, wir brauchen noch einen Fleischfresser-Fossil und wir sollen hier noch einen Ankylo. Eventuell haben wir sogar Platz hier für einen Ankylo. Aber erstmal ist der Bronto dran. So, 60, naja, gut, nicht ganz. 55.000 brauchen wir noch. Da kommt der Heli. Vielleicht haben wir hier ein schönes Fossil, was wir gleich verkaufen können. Okay. Ansehen. Was haben wir hier Schönes? Verkaufen. Und das können wir auch machen. So, jetzt können wir uns ein Bronto. Ich hoffe, der brütet doch aus. Lebensfähigkeit 76%, okay. Ausbrüten bitte, danke. 30.000 haben wir noch, okay, wir haben gerade kein Geld für die nächste Expedition. Und danach müssen wir eher mal sparen auf Futter, ne? Auf seine Futterstation, wie teuer ist denn die eigentlich? 300.000, okay, alles klar. Gut, also wir müssen immer sparen. Aber der Brachio, der müsste eigentlich unsere Bewertung richtig schön nach oben bringen. Müsste das Ding hier auch richtig schön
Besucher rankommen lassen. Jetzt haben wir ja im Moment gerade mal 20 Gäste an der Stelle. Von insgesamt 717. Das ist noch nicht so dolle. Eventuell könnte ich das hier mit dem Weg sogar noch ein bisschen hübscher machen, dass das hier nicht direkt an der Kante lang geht. Na, hier noch ein Gebäude hin. Den Weg eventuell hier und dann nochmal hier ein... Na, weiß schon. Okay, das Gehege ist, glaube ich, eines mit der schönsten, die ich jemals hier in dem Spiel gebaut habe. Das gefällt mir zurzeit echt gut. So, hier kommen wir dann noch weiter. Hier haben wir nochmal eine große, schöne Fläche. Hier könnte man noch ein paar Fleischfresser hinbauen. Also Gehege hinbauen. Hier würde ich so andere Zentren und sowas alles hinbauen später. Dann hätten wir noch eine Fläche hier oben, ne? Also das ist eine schöne, große Insel. Die gefällt mir echt gut. Könnte meinetwegen noch größer sein. Also ich hätte nichts dagegen. Guck mal, wenn ihr da hinten so in eine Weite guckt. Ja? Ich meine, Achso, nee, das gehörte dazu. Ich wollte gerade sagen, guck mal, was ist denn das? Aber ja, man könnte hier noch viel mehr draus machen. Kann man eigentlich sehen, wo die Schiene lang geht? Da hinten, da sieht man den Zug. Den Zug. Aber leider kann man da nicht weiter gucken. Sieht denn der Rest so von der Insel aus? Guck mal, nice, oder? Okay, weiter komme ich nicht. Ah, hier ist der Wasserfall aus dem Video. Okay, sieht schon echt geil aus. So, eine Wasserattraktion. Das hätte auch nochmal was. Hier hätten wir auch die Gelegenheit für sowas. Oh nein! Wir haben doch schon kein Geld. Können wir gerade irgendeine Alternative machen? Mist. Was nicht du? Du könntest doch sowieso noch ein bisschen was gebrauchen, oder, Kyro? Ach Mann! Ach Mann. Na komm, dann schicke ich euch. Der braucht es alle. Ernsthaft. Dann schicken wir uns da hin. Dann können wir da noch ein bisschen Brachio sammeln. Ach Mann, das ist jetzt sehr ärgerlich. Okay, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle mal das erste Mal einen richtigen kleinen Cut. Bis wir. So, und wieder zurück. So, wir haben jetzt ein bisschen Geld gesammelt. Ja. Ich hoffe, diesmal klappt das mit dem Bronto. Ne? Achso, wir haben ja noch Fossilien. Siehst du, die echt gerade verkaufen. Wollen wir die Prozente hier noch abwarten? Und dann können wir auf jeden Fall den Heli auch nochmal losjagen. Warte. Zack. So. Brachio können wir uns jetzt leisten, aber ich würde jetzt gerne doch noch die paar Prozente noch abwarten. Die wir hier uns ergaunern können, ne? Dann haben wir... Warte mal, habe ich das gerade richtig gesehen? War das Diplo? Ah, das waren beides... Nee, der ist Brachio, so. Und der ist Diplo. Okay, sehen beide doch sehr ähnlich aus. Gut, dann warten wir das ab. Und das ist jetzt abgewartet und jetzt können wir... Ah, jetzt hätte ich doch beinahe... Ne? Diplodocus haben wir da auch. Okay, jetzt kostet auch wieder ein bisschen mehr. Aber Lebensfähigkeit ist ein bisschen gestiegen. Gut, machen wir jetzt. So, jetzt hoffen wir mal. Wir beten. Lasst uns beten, dass es klappt. So, Inselbewertung, Gästeanzahl ist immer noch alles gleich. Ja. So, komm, wir gucken mal hier rein. Ach, Mann. Wir könnten auch... Weißt du, was wir noch machen? Erfolgsrate. Was wir uns gerade nicht leisten können. Nein! Siehst du, das können wir noch machen. Mensch, daran habe ich überhaupt gar nicht gedacht. Ach, Mann. Hier hauen wir noch Erfolgsrate rein. Kapazität hauen wir hier noch rein. So. Ich hoffe, das fruchtet noch, dass wir das jetzt... dass es jetzt noch geht.
Und wenn wir das nächste Mal haben, dann können wir auch noch das Tempo ein kleines bisschen erhöhen, aber das ist jetzt einmal nicht ganz so wichtig, sondern die Erfolgsrate war mir jetzt schon wichtig. Die DNA-Selektion erhöht die Dinosaurier-Lebensfähigkeit in aufgewerteten Hammett-Entwicklungslaboren um 20%. Gut. Das könnte man sogar nochmal machen und nochmal machen. Theoretisch. So. Jetzt müssen wir eh wieder, glaube ich, 300.000, ja, 300.000 müssen wir sparen für das Futterding, was wir brauchen. Ich denke mal, so groß wie das Gehege ist, werden wir davon auch mehrere hinbauen. Vielleicht, keine Ahnung. Hier oben, ja, damit die was zu gucken haben. Und eventuell hier vorne nochmal oder so mal schauen. Wir müssen sowieso gucken, ob wir bei dem Brachio jetzt so alle Sachen, alle Bedürfnisse quasi damit befriedigen. Oh ja, hat befriedigen gesagt. So. Ah, wir haben auch einen Auftrag gerade abgeschlossen. Sehr schön. Ah, können wir verkaufen? Ja. Und das können wir extrahieren. So, jetzt haben wir auch 300.000. Job erledigt. Ja. Wenn es nach mir geht. So, Gehege. Achso, okay. Wir müssen mal kurz abwarten. Forschungsziel. Im Optimalfall ist die Haltung der Tiere eine echte Herausforderung für Körper und Geist. Aber diese Sache hier benötigt mehr als das. Darum habe ich an Sie gedacht. Okay, Belohnung kriegen wir dem Metriacanthrosaurus. Okay, das ist jetzt die große Hauptmission auf der Karte. Ah, gleich. Viele dieser Tiere haben im Normalzustand eine Art Grundaggressivität. In diesem Fall werden wir sie freisetzen, sogar verstärken. Dadurch werden Sie begreifen, wer Sie wirklich sind und wozu die Dinosaurier werden können. Als erstes müssen wir Forschungen zur Genmodifikation anstellen. Wir suchen nach Genen, die einen Einfluss auf einzelne Merkmale der Dinosaurier haben. Aggression, Angriffslust und so weiter. Und Dr. Duer muss davon nichts erfahren. Ich hoffe, dass ich mich nicht wiederholen muss. Verstanden. Ja, ihr Schlingel. So, ich würde aber gerne noch ein bisschen Unterhaltung noch was machen. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Ja. Dieser Auftrag macht's möglich. Um einfach nur das hier ein bisschen hochzuhalten, damit die keine eventuelle Sabotage ich ist, ne? Ich habe mich selbst immer als kleiner Abenteurer gesehen und als großer Fan von Luxushotels. Viel Spaß im Dreck. Ja. Ja. So, Forschungsziel, aggressives Verhalten 2.0. So, wo finden wir das? Ist das genetische Dings? Wird doch das hier sein. Besonders effizientes Blut. Da ist es doch. Aggressives Verhalten. Alles klar, die Schlange ist das. 375.000. Das werden wir auch in Angriff nehmen. So, Expeditionsteam, lass mal wieder losschicken. Und zwar für den. Ja. So, da kommt er hin. Wie weit bist du? 54%. Na, ich hoffe. So, diese Folge will ich das noch hinkriegen. Achso, wie sieht's denn aus? Mit dem Strom? 54 haben wir noch? Okay. Da sind wir immer noch auf der sicheren Seite. Und hier könnte man eventuell Erfolgsrate, das Tempo könnte man hier erhöhen. Was haben wir noch? Die Brutkapazität erhöhen wir hier auch nochmal. Ah ja, sehr gut. Ja, 23 Gäste, das wird sich jetzt gleich ändern. Das wird sich gleich ändern! Okay, wart mal einfach mal ab. Der Ladebalken. Ich liebe Ladebalken. Die sind so schön langweilig. Aber das ist gerade echt spannend. Ich hoffe, das klappt eh. So, ich meine, der hat eine Standard. Also, da sind noch keine Modifikationen drauf auf dem Bronto, ja. Der hat eine Standardbewertung von 120. Das ist schon mordsmäßig genial.
So, Gewinn ist immer noch sehr gering, leider. Ich hoffe, dass das Gehege endlich reicht, ne? Dass das jetzt sehr zufriedenstellend ist. Also ich muss sagen, die runden Kanten hätte ich jetzt schon fast gesagt, ja, sind Blödsinn. Die runden Sachen hier, die runden Bauwerke gefallen mir echt besser als, weißt du, hier dieses Stück für Stück eckige, das, ne? So Fossilien. Wir erledigen das Unwahrscheinliche und sie das Unmögliche. Danke. Ja. So, wir gehen aber weiter hier hin. So. Da ich das fertig haben möchte. 90%. Ich will gar nicht hingucken. So, wir sparen aber jetzt auf 375.000, habe ich glaube ich gesagt, ja, für die Forschung. Oder wir machen das noch nicht. Oh. Wollte eigentlich nur gucken, wie teuer das ist. Na gut, jetzt habe ich das nicht startet. Das wollte ich jetzt gar nicht. Nein, Mann! Ich wollte mir doch das nur angucken eigentlich. 95%! Komm bitte. 96%. 97%. 98%. 99%. 100%! Ja, freilassen. Ja, sieht das schon geil aus. Sieht das geil aus. Das sieht echt gut aus. Das gefällt mir. Oh. Guck mal, dieser Detailgrad in den Dinosauriern, ja, wie die Muskeln sich bewegen und alles, das ist alles schon sehr genial. Okay, Wald ist total scheiße, Grasland, okay. Aber er geht ja jetzt da lang, das heißt, das müsste sich jetzt verbessern. Guck mal, Grasland ist schon wieder gut. Wald steigt auch so langsam. Was wir machen werden, ist schon mal das Tor schließen. So, Vogelgrippe-Virus haben wir jetzt gerade. Okay, die Forschung ist abgeschlossen. Geborgenheit 92%. Okay, ist Wald immer noch? Warte mal, Wald steigt noch. Okay, wir müssen ihm ein bisschen Zeit geben. Wir warten einfach noch ein bisschen ab. Und dann gucken wir mal wegen dem Wald, wie es sich weiterhin verhält. Gut, ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Bumble. Tschüss.